Ja, ich glaube, wir haben ein hitziges Spiel gesehen. Ja, mit unterm Strich dann doch einen verdienten Sieger. Ja, unsere beste Phase nach dem 1-1, wo ich mir gewünscht hätte, dass wir einfach dann das Heft besser in die Hand nehmen, auf Sieg spielen. Ja, wir haben es uns vielleicht vorgenommen, aber haben dann ein billiges 2-1 gekriegt. Ja, ganz billig, ja, haben wir sehr schlecht verteidigt. Erste Halbzeit war es so, dass wir nicht gut reinkommen sind, dass wir sofort unter Druck kamen, dass wir die Zweikämpfe nicht so gewonnen haben, wie wir es uns vorgenommen haben, dass wir die Spieler zwischen den Linien zu sehr drehen haben lassen, zu viel Luft gelassen haben und dann einfach irgendwie haben wir uns, durchgewurschtelt, ja, haben auch das nötige Spielglück gehabt und dann umso ärgerlicher, dass wir halt dann einfach den Spieler beim 1-0 nicht richtig stellen und ihn da unbedrängt schießen lassen, war natürlich ein Bombenschuss, ja, hat genau passt, aber einfach bezeichnend für die erste Halbzeit. Zweite Halbzeit fand ich, haben wir es besser gemacht, ja, waren wir etwas zweikampfstärker, haben bessere Situationen gehabt, das Spiel war offener und ja, wie ich schon angesprochen habe, nach dem 1-1 habe ich so das Gefühl gehabt, das könnte in unsere Richtung kippen, auch mental, vom Kopf her. Und dann kriegt man halt so ein billiges 2-1, das uns dann im Endeffekt den Elan nach dem 1-1 genommen hat. Insgesamt aus meiner Sicht verdienter Sieger und hat sich einfach bemerkbar gemacht, dass wir alle möglichen Positionen umstellen mussten aufgrund von Verletzungen. Ja, solche Ausrede, Entschuldigung sein, aber es ist halt einfach so. Ja, ich habe heute keinen nominellen Sechser gehabt. Ich habe auf der Innenverteidigerposition umstellen müssen. Und Training und Spiel ist halt dann doch anders. Starker Gegner, ja, verdienter Sieger und müssen wir schauen, dass wir wieder in die Spur kommen. Ja, ich denke, Alex hat alles richtig soweit analysiert. Ich sah auch ein brutal intensives Spiel, ja, wenn man dann so die ganzen Situationen, die es gab, durchgeht. Wir unglaublich viele Torchancen, erste Hälfte unglaublich gut im Spiel, ja, gute Aktion gehabt, aber uns nicht belohnt. Dann eben mit diesem Sonntagsschuss gehen wir dann trotzdem noch vor der Halbzeit verdient mit 1-0 in die Pause, obwohl das sicherlich die schwerste Aktion war, ein Tor zu machen. Sind dann aus der Pause rausgekommen, dann war es ausgeglichener. Und dann eben die zwei Elfmetersituationen, ja, die passiert sind, einen halten wir, denn der zweite ist drin. Und dann kann es natürlich oft passieren, dass eben dieses Momentum kippt. Ja, auch das hat Alex gerade angesprochen, aber die Reaktion meiner Mannschaft war schon wieder herausragend. Ja, auch nach dem 1-1 dann sofort den Kopf hochzunehmen und wieder über die Joker im Endeffekt das Spiel zu entscheiden. Ja, Moritz Kuhn, der reinkam, Kevin spielt ihn frei und hat dann eben auch mal dieses nötige Quäntchen Glück, was ihm so in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen gefehlt hat. Und ich hoffe, dass ihm das richtig Auftrieb gibt, dem Mo, und dass er da eben wieder in die Form zurückkommt. Und deswegen großes Kompliment an die ganze Truppe auch, ja, wie sie darauf wieder reagiert hat. Und dann eben zum Schluss dann noch das 3-1 gemacht. Ja, trotz Unterzahlsituation, das gab er auch noch dazu. Also es waren sehr, sehr viele ereignisreiche Minuten heute, 90 Minuten und sicherlich für mehrere Spiele gereicht. Aber ich bin natürlich sehr, sehr glücklich, dass meine Mannschaft wirklich wieder diesen Biss und diese Gier gezeigt hat, um als verdienter Sieger, auch wie gesagt, obwohl es der zweite Halbzeit war, sehr ausgeglichen. Aber ich glaube, dass wir es in der ersten Halbzeit uns schon verdient haben, glücklich dieses Spiel dann zu gewinnen hinten raus, ja, dadurch, dass es spät war. Danke.